Wir setzen unser Symposium fort mit unserem dritten Vortrag und ich darf Sie ganz herzlich begrüßen und vorstellen, Frau Freitag. Frau Freitag ist psychologische Psychotherapeutin in eigener Praxis sowie auch Gründerin und Co-Leiterin der Return-Fachstelle Mediensucht in Hannover. Einer größeren Öffentlichkeit bekannt geworden sind Sie, Frau Freitag, als Autorin Ihres Buches Fit for Love, ein Praxisbuch zur Prävention von jugendlichem Pornografiekonsum, eine bindungsorientierte Sexualpädagogik. Ja, wir freuen uns sehr über Ihren Vortrag und zum Thema Online-Pornografie, wenn virtuelle Leidenschaft Leidenschaft. Herzlich willkommen und bitte starten Sie Ihren Vortrag. Ja, vielen Dank noch für die Einführung und die Einladung zu diesem heißen Eisen im wörtlichen Sinne. Ja, Feuer ist seit jeher ein Symbol für sexuelle Leidenschaft, für die gewaltige Brennkraft von Sexualität und wird uns diesen Vortrag durch auch etwas begleiten. Feuer ist heiß und inspirierend, es gibt Wärme, Licht, Gemütlichkeit, viel Energie, es ist schön und geheimnisvoll und Feuer kann aber auch wie ein Flächenbrand sich gierig nehmen, was es will, kann Zerstörung anrichten in Beziehungen oder durch sexuellen Missbrauch. Und Menschen, die sexuell traumatisiert sind, malen manchmal ihren inneren Garten, also Bild für ihre Identität, wie etwas, wo ein Feuersturm drüber hinweggegangen ist, wo jemand sich gierig einfach genommen hat, die Grenzen verletzt hat, sich Sachen abgepflückt und zertreten hat, Müll hinterlassen hat. Das heißt, für sie war ein Stück Sexualität ein Weg durch die Hölle. Und manche Sexualstraftäter, gerade Jugendliche, sagen manchmal, ich habe einfach nachgemacht, was ich in Pornos gesehen habe. Oder ist doch ein Trieb, ist doch nur Sex, realisieren nicht, was sie damit anrichten. Dieses Mädchen hat dieses Feuer auch in sich, diesen brennenden Schmerz, sexuell nur benutzt zu werden. Und so kann Sexualität beides sein, ein Weg durch die Hölle oder ein Stück Himmel. Es kann berauschend, beglückend, erfüllend sein oder eben entwürdigend, zerstörerisch erlebt werden. Himmel auf Erden oder Weg durch die Hölle. Und ich finde ein Zitat von Ludwig Byrne sehr hilfreich. Große Leidenschaften sind wie Naturkräfte. Ob sie nutzen oder schaden, hängt nur von der Richtung ab, die sie nehmen. Und wir werden uns ein bisschen mit diesen Richtungen heute beschäftigen. Welche Richtungen von Sexualität kann pornografische Sexualität nehmen, wenn sie Leidenschaft und wie können wir da hilfreich sein? Wie können wir pornografische Sexualität verstehen, vor allem wenn es Kinder und Jugendliche betrifft? Was entscheidet darüber? Und in meiner Praxis und auch bei Return, unserer Fachstelle Mediensucht, haben wir mit vielen hundert Betroffenen und Angehörigen zu tun, die unter einer Pornosucht oder Internetsexsucht leiden, die Hilfe suchen, die manchmal hunderte Kilometer fahren, um einfach Orientierung zu finden, wie sie da rauskommen. Und in der Prävention begegnen wir vielen Jugendlichen, die einfach Fragen haben und merken, dass sie mit diesen Bildern im Kopf nicht klarkommen. Die meisten von den Männern und Frauen, die Hilfe gesucht haben in den letzten Jahren, haben mit 14 bis 16 Jahren die ersten Pornos geguckt, irgendwann eine Sucht entwickelt und irgendwann gemerkt, die Partnerschaft zerstört, geht daran kaputt. Oder Polizei steht vor der Tür wegen illegalen Inhalten. Da hat sich aber was verändert. Inzwischen kommen immer mehr Studenten oder sogar Schüler, so wie dieser, der uns eine Mail geschrieben hat, die ersten Pornos mit 9 Jahren gesehen, mit 13 oder 14 gemerkt, dass ich nicht mehr ohne kann. Besonders sehr gewalttätige Videos eben gefasst haben, dass er merkt, dass er einfach keine Beziehung mehr eingehen kann und auch nicht mehr durch was anderes als Masturbieren kommen kann. Und es ist ein bisschen typisch für recht viele, die Hilfe suchen, dass es diese vier Problembereiche gibt. Einerseits eine Art Suchtentwicklung, man braucht immer mehr, eine Präferenzverschiebung hin zu gewalttätigeren Inhalten, Beziehungsprobleme und auch Potenzstörungen in der Partnerschaft. Und es melden sich immer wieder Eltern oder ich erlebe es in der Traumatherapie, dass Kinder oder Jugendliche Pornos geschaut haben und das dann an der Schwester, Nachbarin, Cousine nachgespielt haben, wo es also nachgemacht haben, wo es zu Missbrauch kam. Dann kamen in den letzten Jahren
etliche Anrufe und Eltern dazu, die sagten, ich erreiche mein Kind nicht mehr, es ist irgendwie emotional abwesend, verstört, isst und trinkt nichts mehr, ist traumatisiert, nachdem es viele Hardcore, zum Teil Foltervideos von Pornografie gesehen hatte oder angefangen hat, dann alles sexualisiert wahrzunehmen. Fließender Wasserhahn, an Sex gedacht, zwei umarmen sich, an Sex gedacht und wirklich drunter gelitten hat, das nicht mehr loszuwerden, dieses Kopfkino. Dann hat sich nochmal was verschoben und verändert. In den letzten Monaten kamen zunehmend Anrufe von Schulsozialarbeiterinnen, Schulleitern, dass Mädchen Nacktbilder oder Filme von sich herstellen und an Männer verschicken und dass diese Mädchen aber beteuern, das ist nicht durch Erpressung, sondern freiwillig. Und dann fanden die Eltern viele Pornobilder, Filme auf dem Handy, die den Weg dahin gebahnt haben, sich so wahrzunehmen als Sexobjekt. Da hat sich nochmal etwas verschoben. Und die BKA-Zahlen, Pressekonferenz jetzt kürzlich, haben vielleicht einige mitgekriegt, hat gezeigt, dass unter Corona-Lockdown-Bedingungen nochmal der Konsum von Kinderpornografie erneut stark gestiegen ist, wie all die letzten Jahre schon. Dass allein im ersten Corona-Lockdown 30% mehr Kinderpornos geschaut wurden. Aber ganz wichtig vor allem, die Zahl der Kinder und Jugendlichen als Täter hat sich seit 3 Jahren, 2018, verfünffacht. Und zwar ist das nicht nur Bereich Verbreitung und Konsum, sondern tatsächlich auch in der Herstellung gab es einen rasanten Anstieg von Kindern und Jugendlichen als Tätern. Zunimmt auch der Bereich Cybergrooming, auch da gibt es immer mehr jugendliche Täter. Das heißt, wir haben hier eine, ja, würde sagen, eine Pornopandemie in der dritten Welle, wo wirklich nochmal etwas sich verschoben hat, dass Kinder und Jugendliche zunehmend auch zu Tätern werden von Cybergrooming und Kinderpornografie. Wir haben es hier mit einem Eisbergphänomen zu tun. In der öffentlichen Wahrnehmung werden diese drei Bereiche problematisiert. Kinderpornografie, sexuelle Gewalt und Cybergrooming. Da gibt es ein öffentliches Interesse dafür, aber was der Eisberg selber, die Desensibilisierung durch kindlichen und jugendlichen Pornografiekonsum, das wird eigentlich nicht thematisiert. Das wird eigentlich hingenommen. Und wenn wir uns das anschauen, ist es, hat es eine Verbreitung inzwischen, dass 71% der 14- bis 17-jährigen Jungen täglich bis mehrmals wöchentlich anschauen, hier nach der Quark-Studie von 2017, Mädchen noch deutlich weniger. Unten sehen wir aber in der britischen Studie, bei den 11- bis 13-Jährigen haben schon mehr als die Hälfte Pornos geschaut und da sind Mädchen und Jungen fast gleichmäßig vertreten. Ja, das betrifft jetzt aber nicht nur Jugendliche, sondern die größte Konsumentengruppe ist aktuell die 22- bis 30-jährigen Männer, die 80% täglich oder mehrmals wöchentlich schauen. Und das erklärt vielleicht so ein bisschen auch möglicherweise, dass es immer sehr heftige, vehemente Reaktionen auch gibt, wenn man zu dem Thema, dann heißt es Moralpanik und Zensur, wenn es um Kinder-Jugendschutz gibt, weil es natürlich auch ein Konsummittel ist, was man sich nicht gerne, ja, hinter einer Zensurschranke, hinter einer Altersverifikation. Und je häufiger konsumiert wird, umso mehr immunisiert es auch gegen eine kritische Betrachtung, umso mehr befürwortet man natürlich auch Pornografie. Was vielleicht auch noch auffällt, es gibt sehr wenige, die einfach nur selten konsumieren. Es gibt ein paar, die nie konsumieren, sehr wenige. Aber es gibt sehr wenige, die einfach, so wie bei Alkohol, vielleicht mehrmals monatlich zum Beispiel konsumieren. Sondern ein ganz großer Teil ist wirklich, hat einen sehr, sehr hohen Konsum. Und das hängt vermutlich damit zusammen, dass das Suchtpotenzial von Pornografie sehr hoch ist. Und Experten sprechen vom Crack-Kokain oder von einem Suchtpotenzial wie bei Kokain, weil es eine sehr schnelle und eine sehr, sehr intensive Belohnungswirkung gibt. Und die Suchtentwicklung führt natürlich dazu, dass man härtere Inhalte braucht. Und viele denken so, naja, es gibt so die saubere Mainstream-Pornografie und dann gibt es so ein paar Sparten am Rand, die so ein bisschen extremer sind. Wenn man sich das genauer ankommt, guckt, wir kommen da später nochmal drauf, ist es ein hoher Anteil der Mainstream-Pornografie, die Kinder-Jugend-Pornografie ohne Konsens, Sklaverei, Folter und so weiter auch enthält. Kommen wir später nochmal zu. Und so haben wir jetzt die Situation, dass ein Kind, das früh mit Pornos in Berührung kommt, hat ein Mittel in der Hand, wo du sich jederzeit per Handy einfach zwischendurch ohne Kosten, ohne Mühe
ein Feuerwerk im Gehirn sozusagen zünden kann. Und es fängt vielleicht mit Knallteufeln an und irgendwann braucht es richtige Fontänen und braucht Härteres. Und das macht ein bisschen das Problem bei virtuellem Feuer deutlich. Man spürt ja nicht am eigenen Leibe, dass das vielleicht auf der anderen Seite Schmerz macht, dass da vielleicht Kinder gequält werden, gefoltert werden, sondern das Smartphone ist ganz glatt und nett und harmlos und man erlebt selber ein Feuerwerk an Gefühlen, intensivste Rauschzustände. Aber man spürt natürlich bei diesem virtuellen Feuer, der virtuellen Pornografie nicht, was auf der anderen Seite ist. Das ist nochmal ein Ausschnitt. Es gibt etliche Freiwillige, die freiwillig als Pornostars aktiv waren und gesagt haben, wie sehr sie diesen Job lieben, mussten sie natürlich sagen, die aber gezwungen wurden zu vielen, die sich ständig betäuben mussten, die diese Misshandlungen kaum ertragen konnten oder nur unter Drogen und Schmerzmitteln ertragen konnten, die wie Tiere benutzt und versteigert werden. Und daneben natürlich noch einen riesengroßen Sklavenmarkt, auch der wird kaum thematisiert. Ein großer Teil der etwa 45 Millionen Sklaven auf der Welt, ein großer Teil davon sind Sexsklaven, die für Pornografie, Prostitution und die ständige Nachfrage von realer Umsetzung auch gebraucht werden. Ein stark wachsender Sklavenmarkt, der größer ist, als er je in der Geschichte gewesen ist. Ja, das ist etwas, was auf der anderen Seite passiert und was nicht gespürt wird, wo eine Scheibe dazwischen kommt, eine Entfremdung von dem Geschehen, dem sexuellen Geschehen auf der einen Seite und der eigenen Erregung. Und real ist aber das Suchtgeschehen oder die Entwicklung im Toleranzbereich der Toleranzentwicklung. Tägliche Konsumenten von Pornografie, also hier Jugendliche, Durchschnitt 18 Jahre, konsumieren auch dreimal so häufig Sex mit Tieren und dreimal so häufig Sex mit Gewalt und sechsmal so häufig Kinderpornografie als seltenere Konsumenten. Bei den Mädchen ist der Unterschied zu den selteneren noch größer, nur dass die Gruppe recht klein ist. Aber da sind die täglichen Konsumenten noch sehr viel krasser unterwegs als die, die selten konsumieren. Jetzt bleibt es aber nicht beim Sehen, beim Konsumieren, sondern es kommt tatsächlich häufig auch zu dem Wunsch, das Gesehene zu praktizieren, etwa doppelt so häufig und dreimal so häufig dazu, das auch wirklich in die Tat umzusetzen. Das heißt, Täter von sexuellem Missbrauch zu werden. Ja, nun gibt es ganz viele Studien zu diesen Zusammenhängen zwischen Pornografie und sexueller Gewalt. Ich möchte Sie aber jetzt hier nicht mit Studien langweilen, weil die können Sie einfach auch nachlesen, sondern einfach nochmal hier ein ganz kurzer Einblick. Zum Beispiel eine europäische Studie, dass ein regelmäßiger Konsum bei Jungen zu einer signifikanten Anstieg von sexueller Gewalt einerseits in intimen Beziehungen führt, also vielfach wird Gewalt in jungen Beziehungen umgesetzt. Zum Beispiel gibt es eine Studie, die zeigt, dass sehr viele Jungs denken, es wäre völlig in Ordnung, dass man Mädchen zum Analsex zwingt, weil das einfach Standard ist in Pornos. Es führt zu einem negativen Frauenbild, zur Umsetzung der Botschaften, die in der Pornografie vermittelt werden, im Sexting, ganz viel sexuelle Belästigung online, wo auch das umgesetzt wird an pornografischen Botschaften. Und dabei spielt die übersexualisierte Wahrnehmung eine ganz starke Rolle. Längsschnittstudien zeigen, dass Jugendliche, die häufig konsumieren, sich umso exzessiver gedanklich beschäftigen mit sexuellen Inhalten. Das heißt einfach, dass Kopfkino geht auch offline weiter, bezieht dann die Mitschülerin oder Nachbarin mit ein und wird diese Bilder einfach nicht mehr los. Und umso mehr stimmen sie der Einstellung Frauen als Sexobjekt zu und in logischer Konsequenz, weil Sexobjekte sind immer austauschbar, halten sie Promiskuität für normal und lösen Sexualität eher von dem Beziehungskontext. Und sind umso unzufriedener mit der eigenen Sexualität, weil sie natürlich mit den pornografischen Standards nie mithalten kann, halten aber das Gesehene für realistisch, je häufiger sie konsumieren. Jetzt ist die Frage, wie dringen eigentlich pornografische Standards in Beziehungen ein? Und dafür müssen wir uns tatsächlich nochmal angucken, was ist Mainstream-Pornografie, die ganz normale. Und hier zeigt eine Inhaltsanalyse von den gefragtesten und bestverkäuflichsten Pornofilmen,
schon 2010, dass 88% körperliche Gewalt, Misshandlung und Demütigung von fast ausschließlich Frauen zeigt. Und das hier sind die Praktiken der meistgesuchten oder der beliebtesten Pornofilme. Jetzt zeigt sich aber, dass es nicht nur gesehen wird, sondern dass der Wunsch, das auszuprobieren und vor allem, wie häufig es tatsächlich praktiziert wird, unglaublich hoch ist. Wobei man sagen muss, es ist keine repräsentative Studie von deutschen Männern, ist nicht repräsentativ. Und trotzdem merkt man diese Verschiebung rein in reale Beziehungen und natürlich einen hochsignifikanten Zusammenhang mit häufigem Pornokonsum. Man kommt ja vielleicht nicht von sich aus auf die Idee, einige dieser Praktiken umzusetzen. Jetzt ist nichts darüber ausgesagt in der Studie, ob das an Prostituierten, an Dates oder der Partnerin umgesetzt wird. Erfahrungsgemäß wird gerade bei Älteren das mehr an Prostituierten auch umgesetzt. Bei Jüngeren ist schon der Druck auch stärker auf die Partnerin, die oft auch weiß, was erwartet wird, das umzusetzen. Aber es gibt auch eine Studie, dass 25% der ganz, ganz jungen Männer zu Prostituierten gehen oder es vorhaben, um da die gewalttätigen Praktiken einfach umsetzen zu können. Ja, Pornostandards prägen tatsächlich zunehmend reale Beziehungen, beziehungsweise bei Jugendlichen vor allem erstmal ihre Wunschliste. Das erleben wir in der Prävention in Schulen auch, dass Jungs oft eine klare Wunschliste haben in ihrem Kopf, die den Pornostandards entspricht. Und Mädchen sagt mir in der Prävention, ja, sie wissen, was erwartet wird, welche Praktiken. Und wir sagten, wenn wir das nicht mitmachen, sind wir doch selber schuld, wenn er sich eine andere sucht. Was passiert da? Das ist im Grunde ein Tauschgeschäft und eine Angst, ein Dilemma. Sie wissen, dass fast alle konsumieren. Sie wissen, was erwartet wird. Und sie tauschen sozusagen das eigene Identitätsgefühl. Das ist nicht stimmig. Ich mag das nicht. Gegen den Bindungswunsch, sonst verliere ich ihn oder er wird mich als Brüde bezeichnen oder ich werde keinen finden. Das heißt, hier wird das Dilemma zwischen Identität und Bindung im Bereich der Sexualität ausgelebt. Ein Prozess, den ich emotionale Gewalt nenne, etwas wollen zu müssen, was man eigentlich zutiefst nicht will, weil es die eigene seelische und körperliche Unversehrtheit zutiefst verletzt. Das wollen zu müssen, was die eigene Würde verletzt. Und so stimmen sehr viele Frauen und Mädchen ein in Praktiken, die sie eklig, demütigend, schmerzhaft finden, um nicht alleine zu bleiben oder als Brüde und verklemmt beschimpft zu werden. Diese emotionale Gewalt, etwas wollen müssen, was man eigentlich nicht will, betrifft aber genauso auch Jungen und junge Männer, die Pornos konsumieren und die merken, dass sie das Kopfkino einfach nicht loswerden, dass sie zwanghaft Frauen abscannen und erniedrigen, obwohl sie es gar nicht wollen. Oder dass sie ein Patient, der sagt, wenn ich eine Katze sehe, habe ich sofort den Impuls, die sexuell zu quälen, weil er es oft als Kind sehen musste, obwohl er das wirklich nicht will, aber er wird es einfach nicht los. Und das Nicht-Wollen, was man eigentlich will, zum Beispiel die Partnerin oder den Partner wirklich begehren, kann eben auch dazu führen zu einer Porn-Induced Erectile Dysfunction, die stark ansteigt bei gerade jungen Männern und die dazu führt, dass die größte Gruppe der Pornokritiker sind nicht Moraltheologen oder Feministinnen, sondern sind ganz junge Männer zwischen 18 und 25, deren gutes Teil nicht mehr funktioniert, weil sie einfach vor dem Rechner, Handbetrieb vor dem Rechner funktioniert noch, aber weder in der Partnerschaft noch bei One-Night-Stands das funktioniert. Und die sich dann gegenseitig zum Ausstieg beraten, auch kreative Apps dazu entwickelt haben. Manche Patienten nutzen das, wo sie sich dann Ermutigungen holen gegenseitig und zum Ausstieg, wie lange man schon geschafft hat oder irgendwelche unterstützenden Hilfen. Das heißt, da ist ein ganz hoher Leidensdruck, auch in dem Sinne, wenn jemand doch auch reale Beziehungen haben möchte. Auf der anderen Seite richten sich auch immer mehr damit ein, dass es halt, Professor Stark sagte das schon, ja, dass viele denken, mit der reale Sex in der Partnerschaft hat einfach nicht das, was ein Porno hat. Und ich möchte es einfach lieber ohne, dass tatsächlich real gelebte Sexualität stark abnimmt. Und das erleben wir dann auf der anderen Seite wieder, dass dann der Leidensdruck bei den Partnerinnen sehr viel größer ist, die entweder gar nicht mehr begehrt werden oder die sagen, wenn Sexualität stattfindet,
Er behandelt mich wie eine Schablone, spult einfach sein Kopfkino an mir ab. Ich bin gar nicht gemeint. Er behandelt mich wie ein Brett. Er wird immer kälter. Also viele Partnerinnen einfach daran leiden, dass sie entweder gar nicht mehr begehrt und verglichen werden oder dass, dass Sexualität sehr entfremdet, sehr benutzend, sehr unintim stattfindet. Diese Frau hat diesen Torso gestaltet, nachdem sie ihren Mann nach 16 Jahren Ehe erwischt hat, gemerkt, dass er täglich jede Nacht heimlich im Keller konsumiert hat, und sie drückt vor allem, das Schlimmste ist für die meisten der Vertrauensbruch, Taten, Tricksen, Täuschen, sie wussten nichts davon, betrogen zu werden, das Verglichenwerden, das reduziert auch den Körper, nur noch 3 Euro wert, und der Torso hat keine Arme, das heißt, ich kann nichts tun, außer sich vielleicht zu trennen, weil den Ausstieg aus der Sucht muss er ja selber wollen. Der Rücken von dem Torso übrigens war brennendes Feuer. Habe ich jetzt nicht als Bild gerade. Also er hat diesen brennenden Schmerz, den viele Partnerinnen erleben, dargestellt. Aber dieser Torso war für ihn erstmal natürlich ein Schock. Hey, ich bin ein total anständiger Mann und Familienvater und ich bin nicht so ein Schwein, war erstmal so ein Schock. Aber war für ihn der Auslöser, dann auch Therapie zu machen, auszusteigen und dann erst zu merken, dass sie dann erstmals überhaupt eine Intimität miteinander gefunden haben, weil er eben auch schon von früher Jugend an konsumiert hatte und das gar nicht kennengelernt hat, was eigentlich Intimität ist. Und wenn jahrelanger heimlicher Porno- oder Cybersex-Konsum auffliegt, ist das häufig wie wenn ein Haus vom Erdbeben erschüttert wird. Das heißt, die Fundamente stürzen ein. Vor allem das Vertrauen. Ja, Vertrauen beruht auf gegenseitiger Wertschätzung, die geht auf beiden Seiten dann flöten, auf Verantwortung, emotionale Intimität sich wirklich zu öffnen. Man hat jahrelang verheimlicht und auch die körperliche Intimität ist erschüttert. Ich will da jetzt gar nicht so viel näher drauf eingehen. Sie können, wenn Sie möchten, in diesem Broschüre Online Betrogen, die wir erstellt haben, aus den jahrelangen Erfahrungen mit den Gruppen für Angehörige, also für Frauen, was einfach deren innere Not ist und was helfen kann, was diesen Frauen helfen kann. Und nicht wenige sind auch traumatisiert, nicht nur von dieser plötzlichen Entdeckung, sondern auch wenn sie dann auf einmal diese ganzen Gewaltvideos finden, neben den Cybersex-Affären, die auch oft dabei sind. Ja, wenn man jetzt die Wirkungen sowohl aus der Forschung als auch aus der klinischen Erfahrung zusammenfasst, kann man eigentlich sagen, es gibt vor allem 3 große Problembereiche. Das eine ist die Suchtentwicklung, dann die Zunahme von oder Toleranz für sexuelle Gewalt und eine beeinträchtigte Fähigkeit zur Intimität. Es kann ein Bereich sein, es können 2, manchmal sind auch 3 beteiligt. Und das Interessante ist, wenn man das eigentlich mal in Beziehung setzt zu dem biopsychosozialen Verständnis von Sexualität. Sexualität eine körperliche, eine psychische und eine Beziehungsdimension hat, letztlich ja auch durch das Oxytocin, was eine seelische Verbindung mit dem anderen schafft, dann entstehen die Bereiche genau an der Stelle, wo etwas ausgeklammert wurde. In der Pornografie wird die emotional-psychische und die Beziehungsdimension ausgeklammert und deshalb erfüllt Pornografie auf Dauer nicht. Es bleibt auch eine Leere zurück, etwas Ungesättigtes. Pornografie geht ja auf diese Seite ein, über Erregungssuche, Neugier, Lustbefriedigung. Und die ausgeklammerten Bereiche, die emotionale und die Bindungsdimension, die entleerte psychische Dimension, sucht sich dann quasi Ersatzbefriedigung. Und die Stelle von Selbstwirksamkeit auf der psychischen Ebene, also ich kann Lust empfangen und selbst auch beim anderen bewirken, an diese Stelle tritt die Suche nach Härterem, nach Gewalt und nach Macht. An die Stelle von vertrauensvollem Kontrollverlust, von Hingabe, ich kann Kontrolle loslassen im Vertrauen auf den anderen, tritt dann Masochismus. An die Stelle unten von Intimität, ich kann mich auf jemand einlassen, tritt dann die Suche nach immer interaktiven Formen des Cybersex, die aber auch noch anonym sind und nicht wirklich erfüllen. Das heißt, die Probleme entstehen genau da, wo wir diese 2 Dimensionen ausgeklammert haben und die Seele sich dann quasi Ersatzbefriedigung und Prothesen sucht, die aber auch wieder nicht erfüllen und dann wiederum die Steigerung suchen. Das Nicht-Erfüllt-Sein, das drücken viele Patienten damit aus, dass sie einfach auch depressiv werden und
wenn sie ausgestiegen sind aus der Sucht, es geschafft haben, dann sagen sie auch, dass es erstmal wieder die Farben richtig wahrnehmen oder ihre Kinder wieder richtig wahrnehmen. Also das ist wie so ein Nebel, wie so eine Narkotisierung, die sich darüber gelegt hat. Ja, das kann ja nun jeder leben, wie er möchte. Erwachsenes Problem ist eben, wenn es Beziehungen zerrüttet, wenn es Gewalt fördert und wenn wir Kinder auf diese Art und Weise Sexualität lernen lassen. Also als etwas letztlich Asoziales. Wenn Kinder auf diese Weise lernen, Sexualität ist eigentlich nur ein körperlicher Trieb, Spaß, Lust. Und das erlernen sie nicht nur durch Pornografie, sondern auch durch Mode oder durch alle möglichen Symbole, hier saufen, trinken, ficken, durch Social Media, wo es üblich ist, sexuelle Belästigung hin und her zu schicken. Und da kriegen wir gerade in der Prävention und in Kontakten sehr viel, was da, ja, dass Jungs einfach schreiben, ey, ich will an deinem Arsch riechen und schick mir Bilder von dir und wenn du nicht, dann ramme ich dir. Also wo Sexualität wirklich ein ganz banales, ich nehme mir, was ich will, auch geworden ist. Ja, wenn Kinder und Jugendliche Sexualität auf diese Weise kennenlernen, als pure Erregungssuche, als ich nehme mir, was ich will, dann ist es wie ein Megafon mit Verstärker, eine überstimulierte Sexualität, die alle leisen Töne übertönt, dass sie die eigenen Gefühle und Bedürfnisse nicht mehr wirklich wahrnehmen können und auch die des anderen nicht. Affekte statt Emotions, etwas bewegt mich. Reflex, Reiz, Reaktionsreflex statt eine Resonanz. Gier statt Genuss. Instantbefriedigung statt Freude auf den anderen, Freude auf Begegnung und statt der eigenen Entdeckungsreise von Liebe und Sexualität, die wird ihnen letztlich geraubt. Ja, und es findet keine Resonanz mehr statt zwischen zwei Personen, die ja ganz wesentlich ist für Beziehungsfähigkeit. Ja, die Frage ist, was macht beziehungsorientierte Sexualität aus? Ich würde erstmal sagen, ganz banal, dass man einem Menschen begegnet und sich nicht sein Hochglanzfoto oder seinem Körperteil oder seinen Nutzen, sondern erstmal einem Menschen begegnet. Und dann drückt sich in der sexuellen Begegnung all das aus, wo eine Person einer Person begegnet. Personare heißt auch hindurchklingen, also hat was mit Resonanzfähigkeit zu tun. Die muss man natürlich erstmal auch erlernen, diese Resonanzfähigkeit. Und was da passiert, kann man sich vorstellen wie ein gut klingendes Orchester, wo die Stimmen im Gehirn aus dem Vergnügungsviertel des Gehirns ihren Einsatz haben und Gefühle, die fünf Sinne, Empathie, Kommunikation, nonverbale, verbale Kommunikation, die Bedürfnisse und dieses anderen, das heißt eine ganze Symphonie und der Dirigent kann Spannung aufbauen und kann Spannung auch wieder auflösen. Er kann ganz verschiedene Symphonien anleiten und die Großhirnbremse, der Dirigent, kann auch warten. Er fällt nicht einfach über jemanden her, weil er gerade Lust auf Sex hat, sondern er kann auch sagen, nee, erst später, wenn der andere gerade nicht will zum Beispiel. Und Dietmar Seehofer, ein Suchttherapeut und ehemaliger Chefarzt der Hohen Mark, vergleicht die Suchtentwicklung mit damit, dass im Grunde der Dirigent abgesetzt wird, dass die Stimme des Lustzentrums sich verabschiedet aus dem gut klingenden Orchester und wird zum autonomen Solist. Würde sagen, dann noch verstärkt mit Megafon und die spielen chaotisch, disharmonisch durcheinander. Es ist nicht mehr richtig möglich, das aufeinander abzustimmen. Und so beschreiben das viele, vor allem auch die Partnerinnen, dass es nicht mehr richtig zusammenpasst, so in der Intimität. Es ist nicht mehr richtig fake, Empathie und Intimität und sich aufeinander einlassen, bis hin eben auch zur körperlichen Impotenz, dass da was nicht zusammenpasst. Ja. Das ist im Grunde eine Richtung, wenn es erstmal um die Person geht, bevor es um nur die Lust geht, ist im Grunde eine andere Richtung, als wenn es nur von dem Lustaspekt geht. Und mir ist bewusst, dass das nicht dem Foucault'schen Primat
dem Primat der Lüste oder dem Helmut-Kendlerschen oder Seelertschen Primat, dass wir auf den Lustaspekt vor allem fokussieren, auch in der Sexualerklärung, Aufklärung, dass es dem nicht so entspricht. Aber als Therapeuten, denke ich, sind wir jetzt nicht primär philosophisch, ideologisch oder sonst welchen Denkmustern verpflichtet, sondern was schafft Leiden so, wo ist Hilfe angesagt. Und ich erlebe einfach, dass dieses Leiden dadurch entsteht, dass es diese Eindimensionalität hat. Und die Eindimensionalität führt ja eben auch gerade zur Sucht, weil es nicht ganzheitlich erfüllt, weil immer eine Leere, eine Scham, eine nicht gesättigt sein auch zurückbleibt. Und wie Professor Stark schon sagte, eben oft häufig auch ein Vermeiden von Intimität und von Sexualität. Das heißt, als Therapeuten müssen wir uns eben jenseits aller ideologischen Grabenkämpfe gucken, was Leiden schafft. Und von dieser Seite, Leidenschaft von der Seite der Resonanzfähigkeit, eine Person zu lieben, ist dann eher wie ein Lagerfeuer. Das muss nicht zum Flächenbrand werden, weil es nicht darauf angewiesen ist, eine unendliche Vielzahl an Sexobjekten zu konsumieren. Aber man muss auch Brennholz nachlegen, weil es sich eben nicht einfach unbegrenzt alles holt. Muss man selber investieren, muss seine eigene Leidenschaft und seine eigene Lebendigkeit entdecken und hineinstecken. Und diese Frage, wie wir Sexualität verstehen, ist eine ganz grundlegende Frage, die jeder für sich irgendwie beantwortet, ob reflektiert oder nicht, die immer natürlich auch mit unserer eigenen sexuellen Lerngeschichte zusammenhängt. Und bei mir sich auch geprägt ist durch die vielen hundert Betroffenen, die wir erlebt und beraten haben. Aber die Frage, wenn wir Sexualität auf den Lustaspekt reduzieren, dann muss natürlich Pornografie befürwortet und verharmlost werden, weil es ja wirklich dann der Erregungssuche auch zunächst auch nützt. Wenn wir aber Sexualität biopsychosozial verstehen, dann wird es letztlich heißen, wann immer wir die emotional-psychische und die Beziehungsdimension ausklammern, führt es genau in diesen Bereichen auch zu Problemen, was partnerschaftliche Sexualität angeht, was die Entwicklung von einer Sucht angeht und eben auch was sexuelle Gewalt angeht. Wenn wir jetzt mit Betroffenen arbeiten oder egal ob jetzt Kinder, Jugendliche oder Erwachsene und da sitzt jemand vor uns, der vielleicht krasseste Gewaltpornos schaut, der vielleicht von der Polizei schon erwischt wurde oder der in seiner Beziehung recht gereizt und unruhig und unter Suchtdruck ist, dann ist erstmal auch wichtig, dass wir verstehen, dass die meisten davon Opfer eines großen unethischen Menschheitsexperiments sind. Ja, das ist, was Professor Klaus Beyer schon 2010 sagte. Die Tatsache, dass wir Kinder, Jugendliche dem einfach aussetzen, ist ein großer unethischer Menschenversuch und ich weiß gar nicht, warum der so ungehindert ablaufen kann. Denn eigentlich dürften wir pornografische Schriften an Personen unter 18 Jahren weder überlassen noch zugänglich machen. Das ist vielleicht noch ein bisschen bekannt, was weniger bekannt ist, dass Kinder mit Pornografie zu konfrontieren, also durch entsprechende Inhalte oder Reden auf sie einzuwirken, eine Form von sexuellem Missbrauch ist. Warum? Warum ist es eine Form von sexuellem Missbrauch, wenn wir Kinder mit Pornografie konsumieren? Täter nutzen Pornografie, um die Grenzen von Kindern zu zerstören, damit sie für Missbrauch bereitet sind. Und das sind die zentralen Botschaften, die Täter nutzen. Das ist doch nur Sex, guck mal, ganz normal, was ganz natürlich ist, einfach nur ein Trieb, ist doch nur Sex, also diese Banalisierung. Schau mal, das machen doch andere auch. Damit animiert man aktiv zur Nachahmung. Das macht dir Lust, das macht dir tolle Gefühle, das willst du doch auch. Komm, ich zeig dir, wie Sex funktioniert. Dann kommt natürlich noch, das ist unser Geheimnis und du bist unwiderstehlich und so weiter. Kommen noch ein paar Botschaften dazu. Aber für mich ist entscheidend, dass es eigentlich etwas ist, was wir auch als Gesellschaft vermitteln. Wenn wir Kinder ungehindert Pornografie schauen lassen, sie damit alleine lassen, wenn wir als Erwachsene wegschauen, wenn wir durch die vielen Ausdrucksformen, die es inzwischen hat, an Normalisierung im Grunde ihnen genau diese Botschaften auch, natürlich nicht wissend und nicht wollend, diese Botschaften vermitteln. Und in dieser unfassbaren Verbreitung und Masse, die Kinder denen ausgesetzt sind.
Deshalb nenne ich das wirklich den größten Missbrauchsskandal unserer Gesellschaft, dass wir hier tatsächlich wegschauen. Ich habe deshalb diese Petition auch gestartet. Wer sie nicht kennt, kann sie gerne noch anschauen. Die Infos und die Forderungen an die Politik zu konkreten strukturellen, juristischen, technischen, pädagogischen Schutz von Kindern, dass wir endlich anfangen, hier hinzugucken. Genau, wichtig ist noch, dass wir noch verstehen, was sind eigentlich die Dynamiken. Ein paar habe ich schon erläutert, ein paar andere Dynamiken sind noch wichtig, um einfach Betroffene zu verstehen, wenn sie in Therapie kommen oder wenn wir auf dieses Thema stoßen. Das erste ist, warum es eben auch sexueller Missbrauch ist, es verletzt ihre Grenzen und ihr Schamgefühl. Wenn Kinder auf Porno stoßen, dann wird ihr Gefühl, was ist intim und anonym, diese Grenze zwischen fremd und vertraut, wird sozusagen durchbrochen. Sie schauen in die Intimität Fremder herein und sie werden natürlich in ihrem Kinderzimmer, spüren sie eben auch umgekehrt nicht, wenn sie Nacktbilder von sich hochladen. Sie sitzen ja in ihrem privaten Kinderzimmer und spüren nicht, ich bin gleichzeitig im öffentlichen, weltweiten Raum. Diese Grenze wird durch Voyeurismus und Exhibitionismus im Netz wird es verwischt und führt natürlich dazu, dass sich in Social Media auch weiter ausbreitet, dass Mädchen sagen, wir werden permanent belästigt, sagen wir in der Prävention. Also ganz üblich, dass man irgendwelche üblen Anmache, Belästigungen, krasse Forderungen und so weiter kriegt. Mädchen, Zeit für Schamrasur oder wir stehen jetzt auf kleine Brüste oder Analsex oder also so eine Normalisierung, die da eintritt. Das andere ist, Pornos verändern die Wahrnehmung von sich selbst. Das gilt vor allem bei Mädchen, die sich selbst als Sexobjekt wahrnehmen und dadurch natürlich auch ermutigt werden, sich selber zu filmen und sich selber darüber zu definieren, darüber Anerkennung zu suchen und die Wahrnehmung von anderen. Vor allem Jungs berichten immer wieder, dass sie zwanghaft Mädchen abscannen und ihr Kopfkino dann weiterläuft und sie oft darunter auch leiden. Und dass sie es so als, ja, auch als eine Normalität teilweise dann lange erlebt haben, bis sie irgendwann eine Freundin oder einen Freund kennenlernen und merken, dass das nicht, ja, dass sie nicht beziehungsfähig dadurch sind. Zum anderen konditionieren diese stark erregenden Bilder, Fantasien und Wünsche. So wie manche das ausdrücken, Pornos haben meine Fantasie vergiftet und meine Kindheit gestohlen, sagte jemand im Nachhinein. Oder ohne Gewaltfantasien kann ich keinen Sex mehr haben. Und als Therapeuten kennen wir die Lerngesetze, das Lernen am Modell, Verstärkung, Konditionierung. Das heißt, da wird auch was miteinander verknüpft, was zum Beispiel dazu führt, dass jemand immer, wenn er Pferde sieht, dann sexuelle Erregung bekommt, weil er es x-mal gesehen hat im Porno und es nicht mehr abstellen kann. Ja, Pornos verwirren die Intuition. Das ist ganz wichtig zu verstehen, weil Mädchen oder Jungen oder wer auch immer dann denken, da stehe ich einfach drauf. Zum Beispiel meldet sich eine 18-Jährige, die mit 14 Jahren über 50 Shades of Grey dann über immer härtere SM-Pornos geraten ist und schließlich den Impuls hatte, sich Männern echt auch auszuliefern. Und als ich sie fragte, was sie vorher mit 14 für Wünsche hatte, war das ganz gleichberechtigte, intime, wertschätzende Partnerschaft auf Augenhöhe. Das heißt, es hat sich komplett verändert in der Zeit. Und das ist halt diese Gleichzeitigkeit von einerseits Gefühlen wie Schock, Ekel, Scham und Angst, die am Anfang da sind, mit einer elementaren Stimulierung, mit starker Erregung. Und das führt dazu, dass es ein Lustverstärker ist, weil beides einen massiven Adrenalinkick auslöst. Das heißt, es verstärkt noch auch dann den Dopamin, den Drang zur Wiederholung. Und darum sagen viele etwas in dieser Art, das ist eklig und macht mich doch an, das ist brutal, aber ich muss es mir immer wieder reinziehen, ich komme nicht mehr davon los, obwohl sie es eigentlich auch eklig oder brutal am Anfang fanden. Und dann vielleicht denken, ich stehe, was weiß ich, auf Pferde oder auf irgendwas, weil es sich miteinander verknüpft hat. Frau Freitag, darf ich Sie bitten, zum Ende zu kommen? Okay, ja, vielleicht noch zwei kurze Punkte, die einfach wichtig sind, um zu verstehen. Das eine ist, Pornos sexualisieren eben nicht nur sexuelle, sondern auch nicht sexuelle Gefühle und Bedürfnisse. Und das hat damit zu tun, dass Pornos ein hoch
potentes Suchtmittel darin ist, unglaublich viele Bedürfnisse anzusprechen. Also sowohl die nach Grenzerfahrung, Abenteuer, Lebendigkeit, als auch die Intimitätsbedürfnisse, als auch Kontrolle und Allmacht, Autonomie, als auch Schmerzbewältigung. Und das führt dazu, dass ein Kind, das sich früh daran gewöhnt, dann eben ja, nicht nur eine eigene Lebendigkeit, eigene Abenteuer sucht, sondern über die digitalen Stimulantien Langeweile bewältigt durch Pornos, Frust bewältigt durch harte, aggressive Pornos, das Bedürfnis nach Zuneigung über Sexting und so weiter. Das heißt, diese Bedürfnisse anfängt, auf diese Weise zu befriedigen und nicht mehr lernt, zum Beispiel Spannung auszuhalten als eins der Entwicklungsaufgaben, die notwendig sind, um diese Bedürfnisse auf eine andere Art zu erfüllen zunächst, bevor die Sexualität eine Rolle spielt. Und genau dem läuft natürlich Pornografie entgegen, weil Pornotopia den perfekten narzisstischen Traum bedient. Mir steht alles zu, ich muss nichts investieren, nur meine Befriedigung zählt. Es ist immer verfügbar, ich nehme mir alles, was ich will. Ich habe ein Recht darauf, auf alles, was ich will. Es gibt keine Grenzen. Ich habe maximale Kontrolle, ohne mich selber investieren zu müssen. Und es führt dann auch wieder zur Reizbarkeit. Und das ist sozusagen der Perfect Storm oder Öl ins Feuer dieses Flächenbrands. Das ist diese Kombination von ist doch nur Sex, also ganz banal. Du hast ein Recht auf Sex und das ist ganz normal, das machen auch alle. Führt natürlich zu einer massiven Förderung von sexuellen Grenzverletzungen. Ich nehme das einfach. Und deshalb ist wichtig, Jugendlichen auch zu verdeutlichen, hey, wenn Sex wirklich nur ein körperlicher Trieb, nur ein Sport, nur eine Praktik, nur eine schöne Lust ist, ja, dann würde sexueller Missbrauch nicht so eine Zerstörung im inneren Garten anrichten, sondern wäre es wie ein Fall vom Fahrrad, ein Sturz, tat mal weh, aber ich komme schnell darüber hinweg. Sondern die Tatsache, dass sexueller Missbrauch auch Seelenmord genannt wird, die ganze Persönlichkeit betrifft, beweist, dass Sexualität nie nur eine körperliche Geschichte ist, nie nur den Lustaspekt meint, sondern immer die ganze Person, den ganzen Menschen meint. Ja, von dem her sind vier Besonderheiten auch, die wichtig sind, wenn wir jemanden begleiten, der pornosüchtig, beziehungsweise gibt ja eine neue Diagnose jetzt dafür, und die nochmal anders sind als bei anderen Verhaltenssüchten. Das ist diese narzisstische Bedürfnisbefriedigung, die Entfremdung und der Intimitätsverlust, die Macht der eingeprägten Bilder und die Macht der Illusion, das heißt diese Verwirrung. Und das ist wichtig, dass wir in der Therapie, ob jetzt mit Jugendlichen oder mit Erwachsenen, dass wir diese vier Besonderheiten angehen. Und wie schon gesagt, ich kann auf Therapie wegen der Kürze der Zeit nicht näher eingehen. Ein Behandlungskonzept dazu ist einfach wichtig, diese vier Besonderheiten auch zu verstehen. Und Sie können als Brücke, weil wenige Betroffene kommen, bevor es wirklich zu einem massiven Leidensdruck kommt, weil das Thema ist schambesetzt und der Leidensdruck entsteht erst, wenn die Partnerschaft in die Brüche geht oder die Polizei vor der Tür steht. Es wäre aber so wichtig, Betroffene viel früher abzuholen. Deshalb gehen wir auch in Schulen und deshalb haben wir diverse Materialien auch erstellt, die auch dazu helfen, abzuholen. Das Klick zum Kick unten, damit kann man Fachleute abholen und sensibilisieren, aber auch Eltern. Das XXX Return to Love holt Jugendliche ab, kann man einfach irgendwo auch auslegen im Wartezimmer oder eine Brücke bauen oder Eltern ihren Kindern auch hinlegen, das online betrogen und das, genau. Und Fit for Love ist eigentlich ein Buch zur Prävention in Schulen, aber man kann es auch gut einsetzen, die viele Tools daraus auch einsetzen in Beratung und Therapie mit den offenen Fragen, mit den Bildern, mit der Realität hinter den Kulissen und so weiter. Ja, vielen Dank, Frau Freitag. Ich denke, auch diese letzten Folien waren nochmal sehr interessant, um auch nochmal die Brücke zur Beratung und möglicherweise auch zur Psychotherapie zu schlagen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Eindrücke auch aus Ihrer Beratungstätigkeit und ja, auch über die möglichen Auswirkungen von Pornokonsum.